Jo, was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem wunderbaren neuen ESO-Set-Video. Während ich hier noch pulsiere und jetzt wieder da bin, ja, stelle ich heute tatsächlich ein leichtes Rüstungsset vor, in dem Sinne, mit leichter Gear. Es ist ein Dungeon-Set, das heißt, ihr müsst es im Verlies erfarmen. Es ist ein Set, das nicht nur eine Rolle erfüllen kann, sondern mehrere gleichzeitig. Ein Set, das einen, ja, gewissen Allrounder-Status hat, das man in vielen verschiedenen Content-Bereichen nutzen kann, auch wenn man es flat liest und denkt, ja, eindeutig ein Damage-Dealer-Set. Ist es tatsächlich ein sehr effektives Allrounder-Set, meiner Meinung nach. Die Rede ist tatsächlich von dem Set namens Überwältigende Woge. Und was dieses Set alles kann, schauen wir uns jetzt an. So, okay, Leute. Nach dem durchaus dramatischen Intro wollen wir uns mal wirklich die Bonis angucken. Was kann das Set? Wir sind wieder auf unserem Genetic Dragon Knight in dem Sinne unterwegs, der einfach im Endeffekt, ja, einen Trank hat für Regeneration und in dem Sinne einfach nur ein paar Fertigkeiten, damit wir tatsächlich den Ogre da hinten ja nachher killen können, wenn wir den Effekt, den optischen Effekt dieses Sets mal vorstellen wollen. Ja, schauen wir uns erstmal die charakteristischen Stats an. Was kann denn das Set? Wie immer haben wir goldene Rüstung, goldene Gear. Wir sind auf BTS, das heißt, die Set-Bonis sind so, wie sie sind, in dem Sinne standardisiert, maximal. Das variiert natürlich, je nachdem, welche Qualität ihr habt, ob ihr weiß habt, grün, blau, lila oder in dem Sinne Gold. Was auch noch variiert, ist natürlich in dem Sinne der Schaden oder was auch immer der Boni ist. Denn wenn ihr CP-Punkte habt, wenn ihr andere Sets habt, wird sich der Damage in dem Sinne auch erhöhen können. Allerdings gilt das hauptsächlich eigentlich nur für die Damage-Sets. Und wir haben hier natürlich keine CP-Punkte verteilt. Wir haben hier, wie gesagt, nur die Attributspunkte verteilt und sonst eigentlich gar nichts. Dementsprechend ist das ein sehr realistisches Showcase von dem, was das Set von der Basisstruktur alles kann. Überwältigende Woge, ein Set, das ja, aus einem Dungeon droppt. Der Dungeon heißt tatsächlich in dem Sinne die Orkaninsel. Die Orkaninsel ist ein, ja, durchaus meiner Meinung nach sehr leichter Dungeon. Normal oder auf Veteran droppt die Gear, je nachdem halt, wenn ihr auf Normal spielt, blau, wenn ihr auf Veteran spielt, in dem Sinne lila. Der Hard Mode tatsächlich ist auch durchaus machbar, je nachdem, sobald man da einmal die Mechanik verstanden hat, ist das natürlich kein Hack, dieses Set zu erfarmen. Was kann das Set? Wenn ihr zwei Gegenstände habt, bekommt ihr erstmal 1096 Max Mana. Das klingt nicht nur toll, das ist ganz toll. Das sind nämlich Ressourcen, die brauchen wir, wenn wir halt in dem Sinne magische Fähigkeiten wirken wollen. Der dritte Boni gibt uns in dem Sinne tatsächlich, oder besser gesagt, bei drei Gegenständen bekommen wir 129 Magiekraft. Das ist in dem Sinne simultan mit dem vierten Gegenstand, der uns ebenfalls 129 Magiekraft ermöglicht. Sprich, Magie-Schaden in dem Sinne. Okay? Soweit, so gut. Der fünfte Gegenstand, sprich der Boni, warum wir ein gewisses Set haben wollen, da der fünfte Boni meistens der große brachiale Bonus ist, den wir für unseren Charakter wollen, der lautet hier mit einem Text vorgelesen so. Verursacht ihr Schaden mit einer Klassenfertigkeit, besteht eine Chance von 33%, dass ihr euch 6 Sekunden lang mit einem Wirbel umgebt, der Feinden innerhalb von 8 Metern jede Sekunde 1040 Schockschaden zufügt. Ihr haltet 15% des verursachten Schadens als Magicka zurück und dieser Effekt kann einmal alle 6 Sekunden eintreten. Alles klar. Damage Dealer Set, würden jetzt die meisten denken. Ist es auch, gar keine Frage. Aber wir gucken uns erstmal die Bonis an. One proc das Set, wenn ihr Schaden mit einer Klassenfertigkeit verursacht. Klassenfertigkeit, was sind das? Im Endeffekt habt ihr hier oben eine Klasse. Ihr wählt euch hier im Game eine Klasse aus. Und die ersten drei Skill Trees, sprich unter der Klasse, wer hätte das gedacht? Beim DK wären es jetzt in dem Sinne verzehrende Flamme, drakonische Macht und irdenes Herz. Das sind tatsächlich eure Klassenfertigkeiten und jeweils die Fertigkeit, die in dem Sinne Schaden verursachen kann. Proc't dieses Set. Das heißt, egal ob ihr jetzt Templer seid, egal ob ihr DK seid, egal ob ihr Zauberer seid, egal ob ihr Hüter seid, Nekromant, Nachtklinge, egal was für eine Klasse ihr seid, Hauptsache ihr nutzt eine Klassenfertigkeit, die obviously Schaden verursacht, dann könnt ihr dieses Set proc'en. Alles klar, haben wir das geklärt. Wunderbar. Besteht eine Chance von 33%, was unfassbar hoch ist. 33%, die meisten Sets haben tatsächlich eine Proc-Chance von 10% und hier haben wir drei, in dem Sinne 23% on top. Ja?
33% ist unfassbar hoch, ja? Dass ihr euch 6 Sekunden lang in eine Wirbelung gebt, sprich ein Wirbel, ne, innerhalb von 8 Metern jede Sekunde 1040 Schockschaden verursacht. Das heißt, mit einer Klassenfertigkeit von müssen wir Schaden verursachen, mit einer unglaublich hohen Proc-Time von 33% können wir 6 Sekunden lang einen AOE, weil das ist ja 8 Meter um uns herum, einen AOE Damage Source quasi beschwören, die jeweils jede Sekunde 1040 Schockschaden an unseren Gegner verursacht. Und zwar jeden einzelnen Gegner 8 Meter um uns herum. Das heißt, wir haben hier einen schönen AOE-Schaden, der 6 Sekunden lang, wie gesagt, ordentlich Schaden macht. Und zudem werden wir zu 15% des verursachten Schadens nicht geheilt, sondern, wie ich sagen wollte, sondern bekommen 15% des verursachten Schadens Magicka zurück. Das heißt, dieses Set ist nicht nur ein Damage-Set, sondern auch ein Sustain-Set. Je mehr Damage ihr hier macht, desto mehr Magicka bekommt ihr zurück. Das klingt raffiniert und ist auch raffiniert. Was noch viel geiler an dem Set ist, und das ist der Effekt, den die meisten übersehen, dieser Effekt kann einmal alle 6 Sekunden eintreten. Merkt ihr was? Er dauert 6 Sekunden und kann einmal alle 6 Sekunden auftreten. Wir haben keine Uptime bei dem Set. Das heißt, er ist 6 Sekunden drauf, hört dann auf und mit einer Glückszahl, in dem Sinne von 33%, kommt der Effekt wieder und wieder 6 Sekunden. Wir haben keine Uptime an diesem Set. Das heißt, theoretisch könnten wir 100% Uptime technisch, wenn wir Glück haben mit der Chance, immer einen Schaden, AOE-Schaden machen und immer Mana zurückbekommen. Wow, das ist verdammt nice und verdammt gut. Die ersten Bonis, Magicka, Magiekraft, Damage Support, in dem Sinne Max Mana. Und wie gesagt, nicht nur Schaden, AOE-Schaden, sondern auch noch ein Sustain, der in dem Sinne keine Uptime hat. Das klingt nicht nur gut, das ist raffiniert gut. Wir gehen jetzt mal zu unserem wunderbaren Target und hoffen, dass wir den relativ schnell wegholen können und schauen uns mal den optischen Effekt an. Wie gesagt, wenn wir eine Klassenfertigkeit Schaden verursachen. Ich habe jetzt hier in dem Sinne nur Klassenfertigkeiten vom DK ausgewählt. Dementsprechend sollte das Set eigentlich droppen. Unten seht ihr die kleinen Icon-Liste. Da wird dann ein Icon aufpoppen. Und dann seht ihr, aha, das Set ist geprockt und so lange tickt es. Ihr seht natürlich auch einen optischen Effekt. Ich werde es euch dann dementsprechend sagen, wie der so aussieht. Erstmal seht ihr den AOE. Und mach mal den Swipe. So, keine Ahnung, mache hier nochmal ein bisschen die Dingens, die Scherben. So, ihr seht ja, diesen Blitz, bzzzt, 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 die ganze Zeit Schaden. Schaden, Schaden, Schaden. Und ihr merkt, ich bekomme Mana zurück. Unten seht ihr jetzt tatsächlich ein Icon, nämlich in dem Sinne dieser blaue Mensch, in dem Sinne. Das ist schon wieder geprockt. Der so quasi dieses schwarze Icon mit dem blauen um drumherum. Das heißt, das Set ist in dem Sinne jetzt zweimal geprockt und der Ogre ist tot. Ich habe das gar nicht mit drauf geachtet. Der Ogre ist tot, das Set ist zweimal geprockt in dem Sinne und wir hatten vielleicht eine Uptime von maximal einer Sekunde, würde ich sagen. Wahrscheinlich noch nicht mal. Wären da jetzt in dem Sinne, keine Ahnung, 10 Ogres um uns rum gestanden, jeder hätte diesen Schockschaden bekommen. Und wir hätten in dem Sinne natürlich nochmal mehr Mana zurückbekommen. Ja? Ihr merkt, dieses Set hat nicht nur ein Boni, sondern mehrere Bonis gleichzeitig. Sehr effektiv. Und sehr, sehr stark. By the way, ich finde, der Effekt sieht ganz cool aus. Ich mag diesen Blitzkegel, der um uns rum quasi aus unserer Chest mehr oder weniger rauskommt. Ich finde, der ist sehr, sehr cool und sieht tatsächlich auch mit diversen Monster-Sets dann auch im Dungeon recht episch aus. Wo würde ich dieses Set tatsächlich nutzen? Wo würde ich es empfehlen? Mir fallen in dem Sinne zum einen natürlich zwei Kategorien ein: PvE, PvP. Und zwar in beidem, jawohl. Und tatsächlich nicht nur eine Rolle, sondern mehrere Rollen. Ja? Überwältigende Woge ist natürlich ein sehr exzellentes Damage-Dealer-Set. Vorzugsweise natürlich Magicka-Charaktere, da wir in dem Sinne natürlich Mana bekommen und Magiekraft und in dem Sinne natürlich auch Schockschaden verursachen, also sprich elementaren Schaden. Macht natürlich Sinn, da einen Magicka-Damage-Dealer zu nehmen. Was hier besonders viel Sinn macht, tatsächlich meiner Meinung nach, als kleiner Tipp, ist der Templar. Der funktioniert sehr gut bei diesem Bild, da er allgemein einen sehr guten AOE-Schaden hat, speziell in Kombination mit Grofka macht dieses Set unglaublich viel Spaß. Was ich euch ebenfalls sehr gut empfehlen kann, ist der Zauberer, da der Zauberer natürlich durch die Passiven einen Schockschaden-Damage-Bonus bekommt. Das heißt, mit dem Zauberer werdet ihr bei dem Set sogar nochmal mehr Schaden raushauen können als bei allen anderen Klassen. Dementsprechend ein sehr cooles Damage-Set mit AOE-Effekt und auch noch Sustain obendrauf mit einer 0 Sekunden Uptime und ja, einer hohen Proc-Chance. Allgemein, Damage-Dealer werden immer in irgendeiner Art und Weise Klassenfertigkeiten haben, die Schaden verursachen. Dementsprechend wird dieses Set auch proccen. Und das ist ziemlich cool. Das heißt, im Dungeon könnt ihr dieses Set sehr gut nutzen. Nicht nur für Einsteiger, da der Dungeon ja nicht so schwer ist,
sondern auch für fortgeschrittene Builds kann dieses Set tatsächlich ein DPS von weit über 50k plus ermöglichen. Dementsprechend, ja, schreibt das Set nicht ab, nutzt das, es macht echt Spaß. Und für Einsteiger ist es natürlich nett, wegen dem Mana Sustain. Bleiben wir gleich im PvE. Man kann das nämlich nicht nur als Damage Dealer nutzen. Es gibt diverse Tanks, hybriden Tanks nenne ich sie jetzt mal, weil das ist kein typisches Tankset, wie man möglicherweise merkt, die tatsächlich es als Tankset nutzen. Der erste Boni, Max Mana, ist ganz nett für einen Tank. Tank braucht Mana, um meistens Schilde zu casten, eder ein, je nachdem. Magie auf Minecraft bringt dem Tank jetzt nicht wirklich was. Was aber dem Tank definitiv was bringt, ist dieser Schadensdot. Der Tank dann im Endeffekt, sofern er mit einer Klassenfertigkeit in irgendeiner Art und Weise Schaden verursacht, zum Beispiel mit einem Resistenzbuff des DKs, ne? Viele DKs tanken, nutzen ja obviously diesen, der verursacht Schaden. Mit beiden Morphs dementsprechend habt ihr da eine Chance von 33%, die sehr hoch ist, diesen Wirbel zu casten. Wenn dieser Wirbel stattfindet, wie gesagt, macht ihr schön AOE-Schaden und supportet damit in dem Sinne passiv den Damage eurer Gruppe durch euch selbst und bekommt selber als Tank auch noch verursachten, je nachdem vom verursachten Schaden, Mana zurück, was sehr geil ist. Ihr habt Mana Sustain als Tank. Ein Tank kann nur sterben, wenn er keine Ressourcen mehr hat, sprich Mana oder Ausdauer. Dementsprechend großartiges Set, würde ich sagen. Für besondere Hybrid-Tanks ein ja, durchaus lustige Alternative, die durchaus, glaube ich, auch Spaß macht und tatsächlich auch den Damage, wie gesagt, der Gruppe supporten kann. Dementsprechend müsst ihr natürlich aufpassen, es ist ein leichter Rüstung, das heißt, ihr müsst tatsächlich Schmuck und Waffen hierfür benutzen, da ihr sonst ja, mit leichter Gear rumrennen wollt und das wollt ihr nicht, denn ihr seid ja ein Tank. Dementsprechend, ja, eine coole Alternative zu herkömmlichen Tanksets. Natürlich sind da manche andere Tanksets einfach deutlich besser und effektiver, das ist klar. Allerdings könnt ihr hiermit ja, einfach einen sehr coolen Fun-Tank-Build machen, der tatsächlich, wie ich finde, durchaus seine Daseinsberechtigung hat. Was mir jetzt spontan ebenfalls noch eingefallen ist VMA, sprich Veteran Malstrom Arena. Malstrom kann man mit jedem Charakter, mit allen Sets einfach rennen, ist super leicht. Aber tatsächlich, Veteran Malstrom ist sehr anspruchsvoll. Was dieses Set es euch ermöglicht, ist nicht nur Schaden zu machen, AOE-Schaden, der sehr wichtig ist bei dem Malstrom, nein, ihr bekommt auch noch Sustain. Und das ermöglicht euch im Endeffekt, VMA tatsächlich vielleicht beim ersten Mal successful zu sein. Das Schwerste ist wirklich, VMA beim ersten Mal zu schaffen. Ja? Und wenn man danach es im Endeffekt hat, hat man die Mechanics im Endeffekt drin und weiß, okay, ich habe es geschafft, ich kann es nochmal schaffen, dann geht es auch gut. Aber das erste Mal ist verdammt hart. Also was jetzt verdammt ist, ist extrem hart. Glaubt mir, ist es wirklich schlimm. Aber mit dem Set habt ihr einen Sustain obendrauf noch. Das heißt, je mehr Schaden ihr verursacht, desto mehr Sustain bekommt ihr. Paart sich sehr gut mit dem Templar. Mit dem Templar, je mehr Schaden ihr macht, mit den Jabs, je mehr Heilung bekommt ihr. Das heißt, meine Meinung, Templar, VMA Build, sehr nette Alternative. Zu, keine Ahnung, Phoenix oder auch dem leichten Set aus dem Raid von Sonnenspitz. Der mir halt gerade nicht einfallen will. Halt mit dem namenlosen Gott, ich weiß es nicht genau. Sehr cooles Sustain-Set, auch für VMA. Ansonsten, wofür dieses Set ebenfalls verdammt gut ist, ist ganz simpel PvP. Ihr habt richtig gehört, PvP. Wahnsinnig cooles Set. Macht, glaube ich, ein bisschen Spaß, denn wie gesagt, ihr macht nicht nur Schaden, sondern kriegt Sustain. Das heißt, wenn ihr im Templar reingeht im PvP und ordentlich Schaden macht, mit den Jabs euch auch noch passiv heilt, könnt ihr mit dem Set auch noch passiv Mana zurückbekommen. Das heißt, ihr könnt die Jabs länger spammen, heilt euch damit mehr und bekommt in dem Sinne Ressourcen zurück. Ihr merkt was, das geht Hand in Hand mit dem Templar perfekt. Ich sage immer wieder Templar, natürlich kann man das mit jeder Magicka-Klasse oder Magicka-basierenden Charakteren natürlich nehmen. Aber tatsächlich mit dem Templar habe ich die Erfahrung gemacht, dass es verdammt gut ist, das Set. Dementsprechend auch für PvP ein sehr cooles Set. Obendrauf kriegt ihr nur Flatter-Ressourcen, sprich Max Mana und Magiekraft, keinen Crit. Crit bringt für PvP im Allgemeinen eh nichts, da die Crit-Resistenzen einfach viel zu hoch sind. Das ist der Grund, warum der PvP so tanky ist. Dementsprechend auch für PvP, für Magicka-Charaktere ein unglaublich cooles Set. Ja, das ist so meine Meinung. Ich liebe das Set. Es ist eines meiner Lieblingssets im Game, das ich vor allem früher sehr oft gespielt habe. Dementsprechend, ja, auch ein bisschen Nostalgie drin. Ja, was soll man dazu sagen? Ein sehr erfolgreiches Set. Nicht nur für den Damage Dealer, sondern auch für einen coolen Tank-Build, für einen PvP. Damage Dealer Build, der wirklich brutal zuschlagen kann, mit tollem Sustain obendrauf einfach parkiert oder so. Und auch für den VMA ist der durchaus eine gute Alternative zu durchaus, ja, ich sag mal, schwer zu erfarmenden Sets.
Dementsprechend würde ich sagen, das war's. Das war mein Review zum Set Überwältigende Woge. Wenn es euch gefallen hat, droppt ein Like. Und wenn ihr andere Sets hören wollt, die ich vielleicht mal ansehen sollte, schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. Ich mag Brot. Ja auch. Nein, du nicht. Nice.